Hallo, hallo und willkommen bei mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe schon meinen ersten Kapuzenpullover an. Ich wollte es nur mal nebenbei erwähnt haben, dass es ganz schön herbstlich ist bei uns. Kalt und windig und regnerisch. Ja, ich war bei DM und bei Rossmann und habe die neuesten Neuigkeiten für uns, habe schöne Produkte mitgenommen und die zeige ich euch jetzt. Und dann natürlich im Anschluss zeige ich euch noch so, was es da noch so alles gab. Habe ich Fotos gemacht, da gab es richtig süße Sachen, auch für Kinder diesmal, vielleicht ja für eure Enkelkinder. Es gab so Kleinigkeiten, so wo man richtig gut auch einen Adventskalender basteln kann. Und in der Ideenwelt gab es Angebote hauptsächlich. Die Verkäuferin meinte schon so, ja, viele Neuheiten nicht kommen nächste Woche. Dann mal schauen, was bei euch da so neu ist. Auf jeden Fall könnt ihr gerne, weil ich ja jede Woche ein Rossmann und DM Haul Video zeige, könnt ihr natürlich auch gerne das Video noch mal von letzter Woche schauen. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Und jetzt habe ich hier zwei Tüten da unten stehen. Eine von Rossmann und eine von DM. Ja, jetzt weiß ich nicht, welche ich zuerst auswählen soll. Wollen wir erst DM und dann Rossmann? Ist eigentlich egal, ne? Gut. Dann machen wir erstmal DM. Da habe ich auch gleich einen Flop. Ich pack mal kurz aus. So, ich war ja wieder hungrig unterwegs und habe mir dann natürlich auch was geholt zum Testen. Da gab es einen Aufsteller mit tollen Sachen und ich glaube, das ist für Kinder. Und irgendwie sah das in meiner Welt richtig lecker aus. Das ist Bio-Bratapfel, das ist eine Bio-Bratapfeltasche, Apfelzimt, 6 Riegel und Süße nur aus Früchten mit Fruchtpüree, mit Zimt verfeinert und so weiter. Und man hat so den Eindruck, boah, wenn man Hunger hat, dann müsste das eigentlich schmecken. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Inhaltsliste. Mit Apfelfüllung, pürierter. Gut, das mag alles ganz gut sein. Kalorien hat das Ding natürlich auch, war ja klar. Und gar nicht so wenig. Ah nö, geht eigentlich 85 Kalorien, aber ist ja eigentlich egal. Ja, ich zeige euch das mal. Eins habe ich nämlich schon vernichtet. Also hier sind mehrere drin und ich habe die Verpackung so aufgerissen. Ich hatte echt Hunger. Ich habe gestern Abend ganz wenig gegessen und musste irgendwas essen, weil mir war schon ganz komisch zumute. Ja, und dann habe ich sie probiert. Ich zeige sie euch mal. Sag's euch, ich war so enttäuscht. Erstmal, wenn man das Ding hier auspackt. Also erstmal, warte mal. Erstmal so die Verpackung, ne? Dann packt ihr das aus und dann denkt ihr so, oh Gott, wo ist das denn? Was ist da denn drin? Erstmal so total klein kam das für mich irgendwie rüber. Und dann. Das hier. Ich war enttäuscht. Ich weiß ja auch nicht, was für eine Vorstellung ich hatte. Ich meine, irgendwie kann man sich das ja auch denken, dass da jetzt nicht irgendwie voll die knusprige, warme Apfeltasche drin ist. Mir war das schon klar, dass das irgendwie so eine Art Keks ist, aber ich wusste nicht, dass er so schrecklich schmeckt. Das war wirklich nicht schön. Ich beiß da auch nicht nochmal rein. Also das tue ich mir nicht an. Also merkt ihr schon, das hat keinen Crisp und gar nichts. Das ist einfach nur so. Und so sieht es dann aus von innen. Also ich habe irgendwie eine andere Vorstellung gehabt. Ich esse es nicht mehr. Ich esse es auch nicht auf. Ich weiß nicht, ob meine Kinder werden das auch nicht mögen. Das mag, glaube ich, hier gar keiner. Schade, ne? Muss man verschenken. Nein, Spaß. Nee, ich war echt enttäuscht. Schmeckt überhaupt gar nicht. Schmeckt pappig und nach gar nichts und überhaupt gar nicht nach Bratapfelzimt habe ich auch nicht rausgeschmeckt. Und es schmeckte einfach nur wie so ein alter pappiger Keks mit irgendwas, alte Marmelade. Kaufe ich nicht mehr, esse ich auch nicht mehr. So, aber es gibt trotzdem tolle Neuheiten. Erstmal gibt es das hier jetzt als Dusch. Nee, warte, nicht Duschgel, sondern Shampoo. Das ist ein Shampoo und zwar ohne Silikone, weiß man, glaube ich, auch bei Balea. Und es ist eine richtig große Flasche, 300 Milliliter. Und davon habe ich ja schon das Trockenshampoo. Und ich warte ja schon auf das Duschgel. Ich habe gesucht, nicht gefunden. Müsste es aber auch bald geben. Das Deo habe ich auch schon. Das ist so richtig schöner Kirschduft. Ja, es riecht fantastisch, sage ich euch. Es riecht richtig toll. Ja, nach Rose und Kirsche. Das kann man wirklich so sagen. Warm wishes. Ja, also das habe ich dann schon mal als Shampoo.
Eigentlich will ich es gar nicht benutzen, aber ich habe gedacht, nimm mal mit. Ich muss euch das ja auch zeigen. Und vielleicht verschenke ich das oder meine Tochter möchte das gerne haben. Die steht total so auf Kirsche und so. Die freut sich dann vielleicht. Dann habe ich das hier nochmal mitgenommen. Die Verpackung ist natürlich auch irgendwie total süß. Und zwar Magical Wishes Limited Edition mit einem zauberhaften Duft. Und ich fand das einfach süß, wie das aussieht. Ich mag sowas, weil ich ja auch zwei Mädels zu Hause habe, 12 und 14. Nee, warte, ich krieg Ärger. 13 und 15. Sorry. Die hatten vor kurzem Geburtstag. Das ist auch schon wieder ganz lange her. Aber naja. Gut, ich werde das mal schnuppern. Oh. Mich gerade gewundert. Das sieht aus, als wenn das schon mal auf war. Das war jetzt irgendwie gar nicht so schwer aufzumachen. Aber ich habe auch das von vorne genommen. Ich habe gar nicht das von hinten genommen. Ugh. Dann war das wahrscheinlich schon 68 Mal auf jetzt, ne? Weil jeder einmal so den ganzen Tag so. Ich stand ja auch schon hinter so einer Frau, die das gemacht hat, ne? Die hat sich dann einfach das Produkt aus dem Regal genommen und hat das auf die Hand gemacht und hat dann so und geguckt, wie sich das verteilen lässt. Oh, das ist frech, oder? Da habe ich auch gedacht, Alter, schubst dich gleich. Nein, das habe ich nicht. Habe ich nicht gedacht. Na doch, gedacht habe ich schon. Ich dachte so, wie rücksichtslos ist das denn? Wie sowas macht man doch einfach nicht, oder? Also riechen ist ja schon okay. Also da, das mache ich ja auch nicht mehr. Ne? Dann ist das eben so, dass ich enttäuscht bin. Wenn man sich so vorstellt, dass das so 300 Leute am Tag machen. Egal jetzt, so, Thema zu Ende. Ehrlich gesagt riecht es irgendwie gar nicht. Ich wische das jetzt aber erstmal vorher ab. Ich finde das jetzt irgendwie. Die Vorstellung gerade so ein bisschen komisch. So, und das erste mache ich jetzt auch erstmal ab. Man weiß ja nie. So, jetzt werde ich noch mal schnuppern. Es riecht nach gar nichts. Echt nicht. Es riecht nach gar nichts. Da könnt ihr euch ja eigentlich das Geld sparen, ne? Eine Enttäuschung. Ach, jetzt kommt's. Also, man muss es wahrscheinlich erstmal so ein bisschen verteilen. Riecht ganz gut eigentlich, so wie man sich das so vorstellt. Was steht denn hier? Shea Butter, Glycerin, also ganz süß. Riecht so nach Vanille. Hier steht drauf Zuckerwatte. Ja, das kann gut hinkommen. Ich glaube, das riecht ein bisschen nach Zuckerwatte, aber ganz leicht. Also es ist jetzt nicht so ein Duft, wo man total erschlagen ist, sondern das ist ziemlich zurückhaltend. So, dann muss ich mal gucken. Das werde ich wahrscheinlich auch eher verschenken, als dass ich das jetzt behalte. Dann habe ich ein neues Haarspray entdeckt und die Verpackung hat mich angesprochen. Ich dachte so, okay, du darfst mit. Und das werde ich mal testen. Elegant Finish mit pudrigem Duft. Das hat mich interessiert und das werden wir gleich mal testen. Ich werde das mal hier auf so ein Tuch sprühen. Naja, geht so. Ich mir irgendwie mehr von versprochen? Nee, das riecht komisch, du. Warte mal. Nee, du kannst ruhig bleiben. Riecht ich das jetzt oder nicht? Also ich finde das richtig komisch. Nee, also meins ist das auch nicht. Was ist denn los heute? Aber es ist ein Haarspray. Kann ja nur besser werden. Ich habe noch eins gefunden. Ja, Balea hat hier wieder Limited Edition schönen Aufsteller. Ich glaube, jetzt geht das wieder los. Der Sommer ist vorbei. Jetzt werden hier wieder regelmäßig Aufsteller da sein mit Neuheiten. Hier habt ihr, und das klingt wirklich interessant, ein Mystic Oil 5 in 1 Sprühpflege, reichhaltige Pflege mit Argan, Monoi und Macadamiaöl für trockenes Haar. Das teste ich mal. Jetzt wissen, wie der Geruch ist. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Riecht sehr lecker.
Ja, das ist auf jeden Fall mehr meins. Also das riecht so ein bisschen qualitativ besser als das Haarspray und das andere da. Das riecht gut. Da riecht man auch das Arganöl raus und die anderen Öle auch, die kenne ich von Asam. Asam hat sowas ja immer in der Haarpflege drin. Also da werde ich mal schauen, ob das gut ist. Das kann man jetzt ja schlecht so auf schnell beurteilen. Jetzt ist es erstmal noch feucht. Aber ich glaube, das macht ganz schöne Spitzen, ne? Wenn man die kämmen würde. Wenn. Ja, gut. Also das fand ich jedenfalls spannend. Da könnt ihr mal gucken, was dann noch so für euch dabei ist. Da hatten die so einiges. Shampoo, Spülung, Haarkur und so. Also ich finde den Geruch richtig toll. Und ich hoffe, da ist auch ein bisschen was davon drinne. Muss mal so ein bisschen in die Inhaltsliste gucken. An dritter Stelle Glycerin. Das ist ja schon mal sehr schön. Ja. Mal schauen, wird getestet. Ist ja halt ein Drogerieprodukt, da habe ich dann eh immer nicht so ganz krasse Erwartungen, weil es auch Balea ist. Ne? So, das ist alles immer sehr, sehr günstig. Und aber warum soll das deswegen so unheimlich schlecht sein? Ne? Wenn die die Öle da drin haben, die sie raufschreiben, dann ist alles gut. So, und jetzt habe ich was entdeckt und zwar in der Skincare, in der Skincare-Abteilung und zwar was von Essence. Und das hat mich gewundert, kennt ihr das? Das hätten die doch mal im Sommer bringen sollen, oder? Das ist doch total das Sommeroutfit hier. Ist aber neu, habe ich noch nie gesehen, war auch mit neu beschriftet. Und hier steht drauf: Feel Pure Exfoliant Cleanser, 1% AHA und 2% BHA. Das klang für mich jetzt eigentlich schonend und tatsächlich werde ich den mal testen. Da möchte ich wirklich gerne mal gucken, wie der so ist bei trockener Haut oder bei älterer Haut. Ich finde ihn spannend und davon gab es eine ganze Menge. Wenn das von Essence ist, kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht sein, weil Essence, finde ich, ist eine tolle Marke und wenn die dann sowas haben, ich glaube, die haben da so ein bisschen geschlafen. Das ist doch bestimmt für den Sommer gewesen, oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwie sieht das für mich jetzt auch nicht spätsommerlich aus, sondern echt Sommer. Ja, das war DM und jetzt kommt Rossmann. So, ich habe jetzt den Einkauf einfach hier vorne schon mal hingetan und hier habe ich schon dreimal Kichererbsenwaffeln. Lolo, die schmecken so gut, die sind auch immer ausverkauft. Werde ich gleich mal wieder in die Tüte zurückpacken, weil ich das gleich mit nach hinten nehme. Dann gibt es eine neue Reihe, dann gibt es einen Schwamm mit Seife und es gibt das hier. Niedlich, ne? Fand ich so süß. Das musste ich für meine Töchter mitnehmen. Also einmal Anti-Pickel-Patches, Let's Rock, sichtbar verbessertes Hautbild gegen Pickel und Mitesser mit Salicylsäure. Und ich bin der Meinung, das sind Sterne. Und meine Töchter bekommen das zwar, aber wir haben die Vereinbarung, dass ich das auspacken darf. Also ich darf es mir einmal angucken. Ich benutze es ja nicht und klebe es dann wieder rein. Das wäre ja ein bisschen eklig. Aber ich muss euch das hier einmal zeigen. Also drei, sind das nur drei? Ja, drei so eine Dinger und dann Sternchen. Und dann macht ihr das Sternchen ab, denke ich mal. Und dann kommt das auf das Pickelchen. Mal nur sehen, wie man das hier aufkriegt. Ich gucke gerade mal, wie man das so benutzt. Also hier macht man dann auf. Genau. Und hier hat man dann einen Stern. Und den macht man dann darauf. So, wenn ich jetzt da was hätte, dann würde das wahrscheinlich dann heilen. Na? Soll ich jetzt so bleiben? Nein. Gut. Ah, Schminke aber. Kein Highlighter mehr. Gut, ja, niedlich. Also das, denke ich, kann man immer gebrauchen. Und das ist auch irgendwie süßer, als wenn sie jetzt da, was weiß ich, mit Zahnpasta rumlaufen oder so im Gesicht. Das fand ich einfach so niedlich. Das habe ich gedacht, das können die sich auch teilen. Ja, einmal so sieht es aus. Und dann, Moment, war windig draußen. Augen haben wieder ein bisschen getränt. Dann habe ich noch die Augenpads mitgenommen. Und die sind wahrscheinlich genauso süß wie die, was ich mir mal angucken. Jo. Da ist sowas drin und so sehen die aus. Was ist da überhaupt drauf? Sterne. Sterne, die
lachen und die Zunge so raufstrecken, so. So wie der da. So sehen die aus. Ja, mal gucken, wie die so sind. Ja, vielleicht kann man die ja gebrauchen. Hier steht drauf: Feuchtigkeitsspendend, glättend mit Zaubernussextrakt und Hyaluron. Süß, ne? Voll süß. Die werde ich gleich wieder schön einpacken und dann, wie gesagt, dürfen sich meine Töchter daran erfreuen. Dann gab es da so einen Aufsteller mit komischen Sachen und ich vermute, dass man da halt einen Adventskalender selber basteln kann. Wie gesagt, ich habe da heute unheimlich viel gesehen, auch bei DM. Müsst ihr unbedingt euch die Fotos angucken und ich habe auch viel mitgefilmt für so Adventskalender zum selber basteln. Teilweise echt süß, muss man ja vielleicht keinen kaufen, sondern kann man vielleicht der Enkeltochter oder der Tochter oder so oder was weiß ich, wenn ihr Tanten seid oder so, dann. Oder ihr empfehlt das vielleicht einer Mutter weiter, wenn sie Adventskalender basteln möchte, dass es da echt süße Sachen gibt. Das hier ist natürlich ein bisschen groß für einen Adventskalender, aber sie hatten da auch andere Sachen. So, den wollte ich mal testen. Und zwar ist das ein Seifenschwamm. Ich finde das auch komisch. Habe ich eine Brille hier? Ja. Also, ich glaube, den macht man einfach nass. Und dann ist da die Seife gleich drauf. Ich weiß auch nicht. Reinigung, leichtes Peeling und Massagefunktion in einem, angereichert mit zart schäumender Seife für die einfache Handhabung in Dusche und Badewanne. Also, das ist ja toll. Bisschen Schweinkram hier. Guck mal, so sieht der aus. Und wenn man den nass macht, dann. Das riecht aber lecker. Mann, komm her. Das riecht ja lecker. Das riecht echt nach Apfel. Aber so süßlicher Apfel. Also die hatten da mehrere Sorten. Vielleicht findet ihr da ja für euch auch eine schöne Sorte. Allerdings kann man ja nicht vorher riechen. Na, da muss man schon so ein bisschen. Hier steht ja auch wirklich nichts weiter drauf, ne? Aber ich fand es irgendwie witzig. Also den will ich gerne mal testen. Ich stelle mir den so richtig gut vor. Musst du den einfach weiter aufmachen. Also man merkt schon, dass in dem Schwamm selber auch so ein bisschen so Seifenstücke irgendwie sind. Na, so ein bisschen. Da bin ich ja gespannt. Also auf alle Fälle merkt man auch an dem Schwamm, dass es auch so ein bisschen peelt. Das ist so ein grober Schwamm. Ne? Kann ich mir richtig gut vorstellen. Finde ich irgendwie ganz witzig so. Und ich hoffe natürlich auch, dass man ihn danach dann auch noch ein bisschen benutzen kann. Nicht nur einmal und dann Müll. Ne? Das wäre ja doof. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil die Firma, die sah jetzt nicht so aus, als wenn sie sowas macht. Die sah schon so ein bisschen umweltbewusst aus. Aber es kann ja auch täuschen. Man weiß es ja nicht. Ne? Die wollen ja auch ihr Zeug loswerden. Gut, dann habe ich jetzt noch eine neue Reihe entdeckt von Isana. Die kommen immer irgendwann plötzlich mit was Neuem. Keiner weiß davon. Also ich jedenfalls nicht. Keiner ist gut. Und ja, dann steht das da rum und dann denke ich so, hä? Habe ich mich jetzt verguckt? Das ist doch neu. Ja, da gibt es was. Jetzt habe ich überall so eine Seifenstücke hier auf dem Tisch. Also hier gibt es noch sowas hier von Isana. Auch hier wieder neu. Wie gesagt, es gibt echt Neuheiten. Letzte Woche war ich gerade da und jetzt andauernd überall Neuheiten. Das nennt sich Cozy. Nee, Cozy. Ach, Quatsch, Coenzym wollte ich gerade sagen. Aber hier steht nur Cozy Feelings Body Butter. Shea Butter ist hier drinne. Oder Shea Butter. Wird, glaube ich, Shea Butter ausgesprochen, ne? Ab und zu ist die Lampe an. Dann erinnere ich mich. Ja, ach, was? Brauchen wir nicht durchlesen. Du will er wissen, was hier drin ist. Also Glycerin und Shea Butter. Das zieht noch so ein Ding drauf. Und jetzt versuche ich gerade den Deckel abzubekommen. Boah, das ist gerade schwer. Kriege ich gar nicht hin. Also, wenn ich meine Pinzette nicht hätte, du. Also wirklich mal, die brauche ich echt immer unbedingt. So sieht das aus. Riecht ganz gut. Mal gucken, wie so die Pflegewirkung ist. Ich mache das mal auf dem Arm hier. Riecht ganz angenehm, zart, zurückhaltend, aber auch so, wie ich das irgendwie gedacht habe. Irgendwie ist das so, wie das aussieht, so. So riecht das auch ein bisschen frisch, riecht das, aber auch, ich bin der Meinung, auch ein bisschen nach Vanille.
Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall zieht das wohl ganz gut ein. Ist was Neues. Mit Shea Butter und Glycerin macht man normalerweise nichts falsch. Kann man eigentlich immer ganz gut benutzen. Davon gibt es mehrere Sachen. Und davon gibt es auch sowas hier. So Augenpads. Wollte ich mir auch mal mit euch zusammen angucken. Ich mal auspacken. Ist auch Hyaluron mit drin. Und auch, glaube ich, hier wieder Shea Butter. Hyaluron und Wolkenblumenextrakt, Hydrointensivwirkung. So, ich versuche die mal hier auszupacken. Aha. Also, die sehen total süß aus. Guck mal. So. Ja. Und dann kann man sich die schön unter die Augen packen. So, dann sieht man aus. Oh, schön kühlend. Guck mal, wie hübsch das ist. Niedlich, ne? So, das kann ich ja lassen eigentlich. Das ist total süß. Oh, es ist gerade so angenehm, weil es so kühlend ist. Total kühlend. Und wie gesagt, Wolkenextrakt, Wolkenblumenextrakt. Hier ist ordentlich auch noch Flüssigkeit drin. Das habe ich jetzt gerade alles auf dem Tisch. Läuft, würde ich sagen. Und ja, sonst steht hier eigentlich gar nichts weiter. Nur, dass es halt Feuchtigkeit gibt, Schwellung, Müdigkeit, Verschwinden und so weiter. Und könnt ihr ja gleich mal gucken, ob wir einen Unterschied sehen. Ein Auge so, ein Auge so. Ja, und dann gibt es das hier noch. Sowas nehme ich eigentlich nicht mit, aber ich war tatsächlich neugierig. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich bin ja auch manchmal so, dass ich, oder immer mehr, dass ich mehr da so ein bisschen versuche, meine Haut zu pflegen, mir Zeit zu nehmen. Und wie beim Putzen brauche ich dann auch irgendwie Sachen, die mir Spaß machen. Das heißt, man braucht ab und zu mal was anderes oder was Neues. Und hier habe ich einfach gedacht, ich packe das hier gerade aus. Hier habe ich gedacht, vielleicht benutze ich das ja denn mal, wenn ich das habe. Also ich weiß es ja auch nicht, ne? Das ist ganz schwer, das Ding hier. Das ist richtig schwer. Und dann habt ihr so eine Drehkügelchen da dran und oh, das ist Spielkram, ich weiß. Aber ich mag sowas auch manchmal. Sonst geht sowas immer an mir vorbei, so diese Steine und diese Rollen und so. Ich mag das immer alles nicht. Für mich ist das immer irgendwie alles nur so Quatsch. Aber ich möchte das gerne mal probieren. Hier steht drauf, es ist ein Gesichtsmassageroller mit zwei Massagekugeln aus 100% Bergkristallstein. Das mag ich. Ich mag den Bergkristall. Hatte ich auch schon mal eine Kette, finde ich voll schön, den Bergkristall. Bringt neuen Schwung in die bisherige Beauty-Routine und ist nicht nur für müde Gesichtshaut ideal geeignet. Entschuldigung, jetzt habe ich gesprochen und mir den Mund zugehalten. Also es steht hier nichts Besonderes drauf, ne? Die machen halt nur Werbung und schreiben hier so, es ist das Beste, was es gibt, müsst ihr unbedingt kaufen. Das steht hier drauf. Ja, und dann, dass man da irgendwie halt so, ne, so Massage hat und so weiter. So, dann wollen wir hier machen so ein bisschen, ne? Jetzt habe ich mir gedacht, oh, das ist schön kühlend. Oh, ist das angenehm. Es ist total kühl. Oh, ist das angenehm. Kann man damit auch. Ja, oh, guck mal. Oh, ist das schön. Kann man auch so? Das würde auch gehen. Ja, also das ist total schön. Ja, vielleicht cremt man sich damit ja besser ein. Oder man kann irgendwie, also ich, wahrscheinlich muss man immer so, ne? Gibt es bestimmt so Videos, die ich nie gucke. Sowas gucke ich grundsätzlich nicht. Braucht ihr mir jetzt auch gar nicht verlinken, gucke ich nicht. Ich finde sowas langweilig. Aber dann kann man sich so ein bisschen immer schön nach oben holen. Ne? Ich werde mal so ein Video machen, wo ich sage, so ja, dann müssen Sie immer alles nach oben holen. Und dann werde ich das sofort festhalten mit der Kamera. Und dann ist es ganz weit oben. Funktioniert bestimmt. Ich gucke noch mal, was man damit alles so machen kann. Ja, man kann drehen. Man kommt hier gut ans Auge. Ja, es ist tatsächlich angenehm, weil es kühlend ist, aber es kostet auch 10 €, wollte ich nur mal gesagt haben. Ne? Oh, guck mal hier, der rutscht schon vor Schreck. 10 € kostet das Ding hier. Ob das jetzt wirklich echter Bergkristall ist, das weiß ich nicht.
Das kriegen wir auch, glaube ich, nicht raus. Aber gut, es ist halt ein Spaß. Es ist jetzt hier nicht voll die krasse Sache, die ihr unbedingt haben müsst. Ich wollte es euch nur erzählen, dass ich das mitgenommen habe und dass ich es machen möchte. Ob ich es mache, ist die zweite Frage. So, sehen wir dann jetzt hier einen Unterschied? Spaß. Also hier müsste ich ja wesentlich gelifteter aussehen und hier jetzt keine Schwellung mehr haben. Man weiß es nicht, aber es ist total angenehm. Also das kann ich euch versichern, wenn ihr euch das mitnehmt, nehmt, dann habt ihr auf jeden Fall Spaß und es ist einfach, es geht einfach um dieses Gefühl, dass man das für sich kauft. Erstmal, dass man weg war, so in der Drogerie ist sowieso mal voll schön, aber dann kommt man ja irgendwie nach Hause mit Glücksgefühl. Man hat sich vielleicht noch einen schönen Tee mitgenommen und dann freut ihr euch ja einfach auf dieses nach Hause kommen und ausprobieren. Oder mache ich nächste Woche oder kaufe ich mir für Sonntag. Ist ja egal eigentlich. So, und dann habt ihr einfach Freude. Es gibt auch jetzt wieder schönen Badeschaum mit Glitzer und sowas alles. Also echt, habt euch bloß selber lieb und gönnt euch so einen Quatsch hier, den kein Mensch braucht. Aber einfach nur, um das mal so auszuprobieren, das mal zu testen, dann weiß man auch, wie das ist. Na, wahrscheinlich werde ich das dreimal benutzen, dann liegt es in der Ecke, meine Tochter freut sich, dann macht sie es auch dreimal und dann kommt die nächste, die das dann macht. Also keine Ahnung, ob ich es benutzen werde, aber ich habe es mir einfach zum Spaß gekauft, einfach nur um mal auszuprobieren, einfach Zeit mit mir zu verbringen. So, das Einzige, was ich mir hätte sparen können, das sind diese komischen Apfeltaschen. Ja, kaufe ich mir dann lieber woanders oder mache sie selber. Selber machen schmeckt richtig gut. Na gut, ich sage tschüss, danke, dass ihr da wart und auch bis jetzt zugeschaut habt. Schaut, wie gesagt, gerne das nochmal von letzter Woche. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Immer freitags ein Rossmann und DM Haul. Alle Neuheiten hier bei mir auf meinem Kanal. Ich sage tschüss, denkt an euch und gönnt euch was Schönes. Tschüss.